solid beats bringing the heat. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Nino und ihr schaut euch gerade Nios Product Reviews an. Wir testen heute das SL600 Kondensatormikrofon, ein USB-Mikrofon mit Studio-Qualität. Wie man sofort sehen kann, kommt das in einen sehr schönen Tragekoffer mitgeliefert. Das war beim SL300 auch der Fall und ich werde heute sehr oft das SL600 Mikro mit dem SL300 Mikro vergleichen. Nicht böse sein, aber das ist das Vorgängermodell, das Modell, das ich auch sehr lange Zeit benutzt habe. Daher kann ich auch sehr gut die Unterschiede erkennen und natürlich da die Punkte, wo beide sich sehr ähneln, wie hier mit dem Tragekoffer. Man kriegt eine kleine Bedienungsanleitung hier, aber die zeigt uns jetzt nichts, was wir nicht gesehen haben. Insbesondere, wenn ihr euch über die Skate informiert habt oder auf der Homepage geschaut habt. Wir kriegen ein besonders langes Kabel. Das ist auch das gleiche Kabel, qualität- und längenmäßig wie das mit dem SL300. Unser Shock Mount kommt mit zwei Ersatzteilen, diese kleinen elastischen Teile hier, die man am Shockmount anbringen kann. Der Shockmount selbst hat drei davon, das bedeutet, ihr könnt euch leisten, zwei davon zu beschädigen, dann könnt ihr sie ersetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das gerade irgendwie hinkriegt, da diese gleichzeitig flexibel, aber auch ziemlich gut halten. Das bedeutet, man müsste hier mit sehr, sehr viel Kraft rangehen und es versuchen zu beschädigen oder wenn das Mikrofon sehr hoch runterfallen würde, aber da würde ich mir eher Sorgen um das Mikro machen. Ansonsten, wie gesagt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, kann man sich direkt an Editors Case wenden. Die sind in der Regel sehr kulant. Ich habe da sehr positive Erfahrungen mit denen gemacht. Dann haben wir das Mikro selbst hier und man wird sofort erkennen, dass das Gerät sehr, sehr schön aussieht. Meiner Meinung persönlich nach deutlich schöner als das SL300. Die schwarze und orangene Farbe machen einen richtigen Unterschied hier. Und wir haben natürlich einiges an Anstellungen, die man noch vornehmen kann, direkt am Mikro, aber dazu gleich. Ansonsten ist es nur einen Tick höher als das andere Mikro, aber das sehen wir gleich in dem Vergleich. Zuerst zeige ich euch das Gerät selbst von ein bisschen näher an. Es leuchtet, wenn man es verbindet, genau wie das SL300. Shock Mount sieht sehr cool aus, gefällt mir sehr gut, bedeckt nicht das ganze Mikro, hauptsächlich auch, weil wir da vorne den 3,5 mm Kopfhörerjack haben und Eingang. Wir haben auch einen oben links, wie man sieht, Low-Cut-Switch, oben rechts haben wir einen minus 10 dB-Switch, Gain- und Lautstärke-Einstellungen. Diese Lautstärke ist übrigens für den AUX-Eingang für eure Kopfhörer. Und wenn ihr euch fragt, ja okay, wozu? Viele Studio-Mikros haben das auch und das ist eine sehr, sehr coole Sache, denn wenn man die Kopfhörer aufsetzt, während man aufnimmt, kann man seine Stimme auch hören. Und das gibt einen auch das Gefühl, dass die Aufnahme gut ist. Nicht zu laut, aber auch nicht zu leise gleichzeitig. Wie gesagt, das komplette Video ist mit dem SL600 aufgenommen worden. Also könnt ihr jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck von der Qualität bekommen. Hier vergleiche ich das SL300 und das SL600 miteinander. Und wie man sieht, sehen beide sehr gut aus. Aber das SL600 meiner Meinung nach einfach das deutlich schönere Gerät. Und natürlich besser in jeder Hinsicht. Wir haben auch mehrere Möglichkeiten hier. Oben links und rechts ist beim SL300 wie beim SL600 Low-Cut, Switch und minus 10 Dezibel vorhanden. Aber die anderen Sachen sind beim SL300 nicht vorhanden. Also definitiv ein würdiger Nachfolger, würde ich sagen. Und vom Klang her gar nicht vergleichbar. Also ich zeige euch jetzt mal zwei Aufnahmen und ihr sagt selber. Wie versprochen mache ich jetzt zwei Aufnahmen. Die erste ist mit dem SL300, die hört ihr gerade. Und ich mache jetzt gleich weiter mit dem XL600. Also meine Entfernung vom SL600 ist ca. 5 Finger, genauso wie beim SL300 davor. Und ich nutze hier auch keinen Popfilter, beide Mikros waren gleich eingestellt. Und wie man klar erkennen kann, klingt das SL600 Mikro einfach deutlich besser. Wir haben ein tieferes Bass und insgesamt einfach ein klarer Sound. Dazu ist das XL600 auch, das SL600 auch deutlich besser darin, verschiedene Hintergrundgeräusche zu ignorieren. Besonders wenn man die Low-Cut-Einstellung oben links so einstellt. Und was man auch beachten muss bei beiden Mikros ist der Preis. Das SL600 Mikro kostet fast zweimal so viel wie das SL300 und
Es bietet aber auch eine deutlich höhere Leistung. Und wenn ihr Sachen wie Podcasts, YouTube-Videos oder Gesang aufnehmen wollt, dann ist dieses Mikro definitiv das Richtige für euch. Für Sachen wie einfach mit dem Mitspielern reden in einem Online-Spiel zum Beispiel, funktioniert es auch natürlich wunderbar, aber es ist einfach zu viel Geld für sowas. Da reicht das SL300 oder das SL150 sogar komplett aus. Hier seht ihr, wie das Mikro aussieht, wenn es komplett mit allen Zubehör kommt sozusagen. Ich habe es mit einem Popfilter bestellt offensichtlich und mit dem Stand. Der kleine Ständer hier kam eigentlich mit meinem SL300. Diese zwei Sachen sind zusätzlich zu kaufen, sind aber nicht da so teuer und definitiv ihr Geld wert. Nun kommt man zu der Frage, ob dieses Mikro wirklich sein Geld wert ist. Ich finde definitiv ja. Und ich habe mir auch andere Reviews angeschaut auf YouTube und da haben andere Reviewer auch das Gleiche gesagt. Letztendlich alle sind gleicher Meinung. Es ist nicht günstig, aber es ist wirklich sehr, sehr hochwertig und definitiv sein Geld wert. Also kann ich es euch empfehlen. Falls ihr es kaufen wollt, werde ich euch einen Link dazu in der Beschreibung unten einfügen. Ich möchte mich an dieser Stelle fürs Zuschauen bedanken und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es upvoten, euch abonnieren und so weiter. Vielen Dank.